Dann wollte man ein Wort verlieren über den Staatsrat, den hoffnungslos, institutionell hoffnungslos überelst als den der wirklich ein dringend Reform braucht, nicht nur, weil wir schon jahrelang dafür antreten, dass der DDR auch mal so Möglichkeit kriegt, für Leute an den Staatsrat können nicht zu nominieren, aber für dass Leute, die von uns vorgeschlagen gehen, dürfen am Staatsrat siegieren. Wir fanden, wenn man das historisch guckt, dass der Staatsrat nicht ein Organ von der Regierung oder ein berodend Organ vom Grand Duc soll sein, dass der Staatsrat effektiv soll bei der Legislative, bei der Chambre angesiedelt sein und dass dafür auch die Nomination von der Staatsrat exklusiv von der Chambre soll vorgeholt werden. Das muss ich für alle mal proper geregelt in dem Moment, dass das ja aber relativ, ich finde es so ein anachronistisch, aber um halbe Weh dahin, wie das zu Sterne kommt, es geht durch, dass der Staatsminister der Meinung ist, wie ein Salmanenke gesagt hat, dass er wäre noch nicht lang genug an der Chambre, für das er Mandat könnte kriegen. Ich erinnere mich, dass wir laut diesem Wahlresultat permanent zwei Leute am Staatsrat zu gut gehabt hatten. Schied Frivese, aber von neuen Staatsratsmummer genannt wird, da gehen sie alle grob gezählt. CSV hat er so viel, LSAP hat er so viel, DP hat er so viel. Wenn ihn das thematisiert, dann ist das, nein, das geht schon nicht die Parteien. Also irgendwo muss ihn der Serge einfach mal ein seriöses Element gehen. Und da sind wir der Meinung, dass schon der Proporz, so wie ihn sich aus der Schumme wählen ergibt, soll da mitspielen. Dass den aber nicht die Schwankungen, die von Fall zu Fall vorkommen, direkt muss dann, dass die müssen zum Drohen kommen, dass die soll mal einen von den drei letzten Chamberwellen holen, für die proportionelle Verdelung von den Staatsratsmembern. Das ist für uns auch evident, dass die Leute eine Qualifikation müssen haben. Aber wenn wir von CSV statt der Partei schwätzen, das ist der einfach, oder? Muss ich auch schon bald darüber lernen, wenn der Premier Juncker an der Chambre den Fanger, den Besen fangen möchte, also der Staatsrat fährt nicht, für das irgendwelche Leute könnten dahin gedrückt gehen, die weil das eben gerade so gut passen. Und da machen sie exakt dasselbe. Ich nenne keinen Namen, aber Schiedfrein kann sich an so Fall erinnern, das kann nicht sein. Wir sehen den Staatsrat als wirklich einen wichtigen Kontrolleur von der Verfassungsmäßigkeit, von den Texten, von der, auch von der Bundpraktik legislativ, wenn ich sage, was hier und da an Navio steht, wie stümperhaft das verschiedene Gesetzprojekte von der Regierung geschrieben sind, wie sie sich an denen widersprechen mit der aktuellen Gesetzgebung und so weiter. Also, Staatsrat hat schon eine immens wichtige Rolle und dafür müssen auch wirklich hochqualifiziert, an der Majorität hochqualifiziert Juristen dahinter kommen. Das ging mir auch für Ries beanspruchen, in dem Moment, wo man dürften in dem Proporz bei der Nomination endlich teilhören, was es ging, wie gesagt, zustimmen.